das hat also schon über einige Monate gedauert. Es ist ganz wichtig, dass man einen Busunternehmer findet, der wo einen Bus gibt. Es ist ganz wichtig, dass du ein Bergungsunternehmen hast, der wo das dann letztendlich wirklich von der Vorbereitung bis zum Abschluss komplett unterstützt. Das ist eigentlich ganz wichtig, weil wenn du das nicht hast, dann kannst du sowas eigentlich gar nicht machen. Der Rettungsdienst, der hat sich da mit, ganz schwer eingebracht, durch das, dass er auch die Leute professionell geschminkt hat. Und man hat ja das anhand von den Bildern gesehen, die Leute sind auch wirklich da mit Herzblut dabei gewesen. Der Rettungsdienst, wie auch die Feuerwehr und auch die Zuschauer, das ist eigentlich recht gut, ist das eigentlich abgegangen. Grüß euch! Das wird bedeuten, dass die ersten Fahrzeuge, die ausrücken, die Einsatzstelle üblich primär direkt anfahren. Dann wird es ein bisschen dauern, bis die eine Rückmeldung liefern, bis man feststellt, ob man noch weitere Autos braucht. Ich gehe mal davon aus, ja. An der Einsatzstelle. Der Traumatag der Uniklinik Regensburg hat das vierte Mal mit dieser Übung stattgefunden. Ziel dieser Übung oder dieses Tages ist einfach, die Rettungsdienstkräfte und vor allem auch die Notärzte an den Bereich Feuerwehr, technische Hilfeleistung, Rettung von Personen aus Höhen, Tiefen, Fahrzeugen einfach heranzuführen und das auch realistisch zusammen mit den Feuerwehren zu üben. Thank you.
Also aus der Sicht der Feuerwehr, wir wollten eigentlich den nicht im Vollbrand setzen, aber das war der Wunsch vom Rettungsdienst. Den haben wir natürlich auch entsprochen. Wir haben auch die Vorbereitungen so getroffen, dass wir weder einen Schaden gehabt haben noch irgendwas. Es ist halt von der Anfahrt her, wenn du das siehst, dann ist halt das realistischer, als wenn das alles so mehr wie ein Planspiel gespielt wird. Also das war schon, also das hat man auch anhand von der Presse, hat man das auch gesehen, dass das eigentlich schon ganz gut inszeniert war. Also, so wie auch die Realität ohne weiteres sein kann. Also erstens mal ist auch wichtig, dass die Feuerwehr mal die Möglichkeit hat, auch ein brennendes Fahrzeug zu löschen. Auch da gibt es Fehler, die passieren können. Auch für den Rettungsdienst ist das einfach ganz was anderes, wenn man an die Einsatzstelle hinfährt und man fährt einfach erstmal gegen oder vor ein brennendes Fahrzeug. Man muss gucken, wo stellt man die Fahrzeuge oder die eigenen Fahrzeuge einfach ab. Ist das ein Gefahrenbereich und das kann man einfach nur realistisch darstellen, indem man einfach, wie da geschehen, ein Fahrzeug mal anzündet, wenn man einfach die Möglichkeit hat, einen Bus auf die Seite in die Wiese zu legen. Nur so ist es wirklich auch durchführbar und so lernen die Beteiligten auch am meisten. Das ist so gut.